Servus Freunde, es ist Mittwoch, der 13. Januar. Wir haben ein richtig schönes, toughes Workout heute für euch. Wir machen 7 Runden, machen in nur einer Runde 7 Handstand Push-Ups oder Pike Push-Ups. Dann machen wir 7 Thrusters, entweder mit unserer Dumbbell oder Kettlebell. Und dann machen wir noch 7 Burpees. Richtig schön, richtig geil. Das Warm-up dafür heute ist ein 5 Minuten AMRAP. Wir beginnen diesen AMRAP mit 15 Air Squats, heißt, wir stellen unsere Füße schon schulterbreit, Zehenspitzen nach draußen, Hüfte nach hinten, dann setzen wir uns tief, durch die Arme nach vorne, Knie nach außen drücken, beim Hochkommen wieder dasselbe Spiel, lasst die Arme schon vorne, Blick nach vorne, davon 15 Stück. Wenn wir die 15 gemacht haben, machen wir 10 Sit-Ups. Setzen auf den Boden, Füße schön aneinander, die Fußsohlen legen uns nach hinten ab, Händebrillen hinter den Kopf den Boden, Brillen mit Schwung nach oben, Händebrillen vor den Füßen den Boden, davon 10 Stück und dann machen wir 5 Push-Ups. Für die Push-Ups gerne auf den Knien beginnen, heißt Knie schön zusammen, jetzt setzen wir die Hände schulterbreit vor uns auf den Boden, Po und Bauch anspannen, dass wir eine schöne Linie haben von Schulter zur Hüfte, dann bringen wir die Brust zum Boden, drücken uns hier nach oben. Wichtig dabei, Schulterblätter richtig schön nach außen drücken oben und beim Runterkommen die Ellbogen nah am Körper lassen. Wer sagt, auf den Knien ist mir ein bisschen zu locker, darf das gerne natürlich auf gestreckten Füßen machen. Selbst Spiel aber hier von Schultern bis zum Knöcheln eine Linie, Bauch und Po unter Spannung und hier auch wieder selbes Spiel, Brust zum Boden, Ellbogen nah am Körper. 5 Minuten AMRAP, 15 Air Squats, 10 Sit-Ups, 5 Push-Ups. Wunderbar, jetzt sollten wir sehr gut warm sein. Machen wir noch einen kleinen Mobility-Teil. Und zwar sieht er folgendermaßen aus. Wir brauchen hierfür entweder so einen Holzstab, Besenstiel, Plastikrohr, was auch immer ihr habt. Und jetzt kommt folgend. Setzt euch erstmal auf den Boden und dann dürft ihr die Füße gerne zusammennehmen. Wir machen jetzt einen PVC-Komplex. Heißt, wir beginnen, wir nehmen den Stab. Etwa so 2 Daumenlängen Abstand von unserer Hüfte im Sitzen. Jetzt ziehen wir die Ellbogen so weit hoch, bis die Ellbogen auf Schulterhöhe sind. Von hier machen wir, rotieren wir nach oben. Ellbogen bleiben auf Schulterhöhe. Jetzt drücken wir nach oben aus, bringen den Holzstab oder das Baustab in den Nacken, lehnen uns nach vorne. Hier ist ein schönen Good Morning. Drücken wieder nach oben aus, lehnen uns wieder nach vorne. Das geht schon ein bisschen besser und beginnen das Ganze von vorne. Also, eine Cuban Press, dann in den Nacken, nach vorne legen, den Good Morning, über Kopf ausdrücken, wieder nach vorne legen und zurück. Das Ganze machen wir für eine Minute. Wenn wir diese Minute geschafft haben, machen wir eine Minute einen Lying Shoulder Stretch. Heißt, dafür legen wir uns auf den Bauch, einen Arm ausstrecken. Jetzt rollen wir uns über diese Schulter, richtig schön weit. Halten das kurz und gehen dann auf die andere Seite. Andere Arme ausstrecken, über diese Schulter. Rolle, ja, rein stretchen, kurz halten. Das Ganze auch für eine Minute. Wenn wir das gemacht haben, machen wir noch eine Minute lang. Entweder Back Bridges oder Crab Lift. Heißt, Crab Lift ist die etwas einfache Variante. Füße aufstellen, Hände nach hinten, Zehenspitzen zeigen von uns weg und von hier bringen wir jetzt die Hüfte richtig schön hoch, zack, und wieder ab, und wieder hoch, zack, Crab Lift, so richtig, so hoch wie er kommt, Schultern weg von den Ohren. Wer sagt, Crab Lift ist mir, läuft schon ganz gut, darf gerne ausprobieren, die Back Bridges. So, jetzt legen wir uns erstmal ab, Hände neben den Kopf und von hier drücken wir die Arme durch, und wieder ab und wieder rein und wieder ab. Die Übung, die für uns funktioniert, auch für eine Minute. Das heißt, jeden Stretch eine Minute, das Ganze für 2 Runden. So, wir haben unseren Mobility Part geschafft. Jetzt kommen wir zu Movements und wir fangen erstmal mit unseren Thrusters an. Heißt entweder Dumbbell oder Kettlebell. So, von hier. Erstmal natürlich heben wir das Gewicht hoch, das heißt in einem schönen, ähnlichen Deadlift, gerade Rücken, heben auf. Und wir müssen das Gewicht auf die Schulter bringen, das heißt wir hier einen kleinen Clean und das Gewicht richtig schön aktiv zur Schulter. Müssen wir nur einmal machen, wenn wir sie aufheben, wenn es passt und super. So, wichtig hierbei, ein Kopf der Kettlebell, der Dumbbell auf der Schulter,
der andere nach vorne weg, Ellenbogen schön unter diesem zweiten Kopf. Das ist unsere Ausgangsposition. Hier ist immer unsere Position, wenn wir das Gewicht auf der Schulter haben. Selbst Spiel auch, wenn wir die Kettlebell nehmen. Wenn wir die Kettlebell umsetzen, um sie an den Körper bringen. Heißt, wenn die Hand hier drum ist, Daumen zur Brust, aktiv ran, immer Kontakt. Und wenn wir das haben, ist der Ellenbogen unter der Kettlebell, Unterarm an den Körper ran. Das ist unsere Ausgangsposition. Okay? Von hier, egal was wir benutzen, ob Kettlebell oder Dumbbell, zuallererst machen wir einen Front Squat. Heißt, Hüfte nach hinten, geht tief und steht wieder auf. Wichtig hierbei, richtig schön aufrecht bleiben. Zack, Knie nach außen, das Ganze für 5 Mal. Wenn wir das 5 Mal gemacht haben, dürfen wir gerne schon aus dieser Position dann über Kopf gehen. Heißt von hier die Dumbbell oder Kettlebell über Kopf drücken. Wichtig, Bauch und Po angespannt. Das Ganze wieder gerade runter zur Schulter. Wie gesagt, ganz nah am Körper. Versucht nicht nach außen wegzudrücken, lasst es direkt über eurem Schwerpunkt. Wenn ihr 5 Strict Press gemacht habt, dürft ihr direkt auch 5 Push Press machen. Heißt, wir gehen hier ganz leicht in die Knie, leicht in den Hip Hinge und von hier explosiv nach oben strecken und drücken das Gewicht wieder über Kopf. So, auch hier von 5 Reps pro Seite. Wenn wir das haben, sind wir weit zu einem Thruster zu gehen. Heißt, wir nehmen hier das Gewicht wieder richtig schön in der Ausgangsstellung und jetzt bringen wir beides zusammen. Wir machen einen Front Squat, kommen da oben und jetzt ein Push Press. Hier auch wieder 5 Reps pro Arm. Gerne das Ganze mit einem leichten Gewicht. Wir kommen gleich noch zur Prep, wo wir ein bisschen Gewicht steigern können. Jetzt haben wir natürlich noch eine zweite Übung. Pike oder Handstand Push-Ups. Wenn wir das machen, beginnen wir das Ganze erstmal mit einer Hold-Übung. Heißt, wenn wir Pikes machen, Füße dürfen gerne etwas breiter auseinanderstehen. Jetzt bringen wir auch wieder die Hände schulterbreit zum Boden fort. Wenn wir hier in so einer schönen Stellung sind, versucht die Beine, die Knie durchzudrücken. Fersen müssen nicht zum Boden, ihr könnt gerne auf den Zehenspitzen stehen. Von hier jetzt zuallererst Ausgangsposition ist, der Kopf geht durchs Armfenster, im Po richtig schön hoch. Das hier erstmal halten. Gerne für 20 Sekunden. Wenn ihr sagt, ey, ich mache heute Handstand Push-Ups, weil ich habe die Gelegenheit dazu, ich habe eine Wand. Sucht euch eine Wand. Hände sollten so etwa eine Unterarmlänge, Fingerspitzen des Unterarm, weg sein von der Wand. Auch hier wieder schulterbreit aufstellen. So einen schönen Ausfallschritt ran, ein aufsetzen, Füße zusammen, Bauch und Po anspannen, Kopf hier durchs Armfenster. Das hier auch für 20 Sekunden halten. So, wenn wir das haben, gehen wir wieder in unsere Position, Pike oder Handstand Push-Ups und machen Lows. Bei den Pikes sieht das folgendermaßen auch aus, auch wieder unsere Ausgangsstellung, Hände schulterbreit, zack. Po nach oben, Kopf ist einmal. Von hier gehen wir jetzt ganz langsam. Der Kopf geht etwas nach vorne und geht runter. Gehen ganz langsam runter, bis wir hier sind. Zack, gut. Dann dürfen wir erstmal auf die Knie gehen und wieder zurück in unsere Ausgangsposition. Wichtig hierbei, wir bilden jetzt mit den Händen und unserem Kopf, wenn wir hier runterkommen, ein Dreieck. Seht ihr das? Zack. Und wenn wir uns hier hochdrücken später, kommen wir wieder mit dem Kopf durch das Armfenster. Also gerne 5 Lowers. Wer kann, kann sich natürlich schon von unten rausdrücken. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf die Knie gehen und wieder neu reinsetzen. Gut. Selbst Spiel auch für die Handstand Push-Ups. Wenn wir hier rangehen, langsam ablassen, zählt innerlich bis 5 und zack, hier auch wieder. Wenn ich mit dem Kopf jetzt auf dem Boden bin oder bei meinem Fall auf der Matte, haben wir hier auch zwischen Kopf und Händen ein Dreieck. Hier auch wieder gerne, wenn ihr das habt, abgelassen habt, geht wieder weg von der Wand. Geht wieder ran. Wir halten und wieder langsam ablassen. So. Also, das heißt, wir beginnen an der Wand, Kopf durch die Arme, wollen wir runter, Kopf durch die Arme, wenn wir runterkommen, kommt der Oberkörper zurück, sodass wir am Boden ein Dreieck bilden können. Aus Kopf und den beiden Händen. Wenn wir jetzt pro Variante 5 Übungen, 5 Reps gemacht haben, machen wir 5 am Stück ohne Lows, das heißt für die Pikes auch wieder aufstellen, Ausgangsposition. Zack. Und hier, das brauchen wir nicht langsam machen. Kurzer Kontakt mit dem Boden und wieder schön oben in die Position drücken, schön durchs Armfenster
und beim nach unten kommen wieder das Dreieck suchen. Selbes Spiel auch bei den Handstand Push-Ups. Hier dürft ihr natürlich gerne Kipping machen. Wenn wir Kipping machen, Knie schön ranziehen, bis noch der Po an der Wand ist und jetzt exklusiv die Füße nach oben. Und exklusiv die Füße nach oben explodieren lassen und die Hüfte ein bisschen nach vorne bringen. Und dann landet ihr einen schönen Handstand Push-Up. So, davon auch 5 Reps. Jetzt sind wir so richtig warm, sollen wir noch ein bisschen Gewicht finden für unsere Thruster. Heißt, wir machen so eine kleine Prep vom Workout. Ihr macht 6 Reps pro Arm mit eurem ersten Gewicht. Wenn ihr das habt, dürft ihr gerne das Gewicht etwas steigern, macht 4 Reps pro Arm, dann nochmal steigern zu eurem Workout-Gewicht und macht 2 Reps pro Arm. Wenn ihr nur ein Gewicht habt, nicht schlimm, bleibt bei dem Gewicht. Puh. Jetzt seid ihr bereit fürs Workout. Heißt, macht 7 Runden, 7 Handstand Push-Ups oder Pike Push-Ups, 7 Thrusters und 7 Burpees. Die Burpees natürlich richtig schön Brust und Oberschenkel auf den, auf den Boden ablegen und einen kleinen Strecksprung nach oben. Zack. Für das ganze Workout habt ihr 15 Minuten Zeit. Okay? Wir sind aber noch nicht fertig, wenn wir das gemacht haben. Wir haben ein kleines Cooldown. So, das Cooldown sieht folgendermaßen aus. Wir machen 2 Minuten lang einen Shoulder- und Back-Stretch. Also wir gehen hier wieder auf die Knie. Und jetzt hier gern Hände aufsetzen. Eine Hand nach vorne, die andere unten drunter durch. Und wir strecken uns so weit wie wir können. Versuchen an der Achsel vorbeizuschauen nach oben. Halten das kurz. Wechseln den Arm zur anderen Seite. An der Achsel vorbei. Versucht zur Decke zu schauen. Das Ganze immer schön im Wechsel ohne Hektik. Für 2 Minuten. Wenn ihr das gemacht habt, machen wir nochmal 2 Minuten. Und zwar entweder ein Crab Hold, zick, so wie vorhin auch, nur dass wir dieses Mal die Position halten. Oder auch wer sagt, Bridge geht super, gerne versuchen mal so lange wie möglich, bis ihr 2 Minuten habt, Bridge Hold zu halten mit gestreckten Armen und versucht auch die Beine zu strecken. Ja. So, das soll es von mir gewesen sein. Das ist der Mittwoch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Workout. Gebt Gas, haut rein und dann sehen wir uns bald wieder. Bye!